Ja, hallo zusammen. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Thema. Und das neue Thema hat mit Gleichungen zu tun. Solche Gleichungen sind ja ein alter Hut für dich. Es geht um quadratische Gleichungen. Wer hat sich denn den Blödsinn ausgedacht? Nein, quadratische Gleichungen erkennt man an dem x², also an dem x hoch 2. Manchmal ist das x hoch 2 ein bisschen versteckt, wie bei dieser Gleichung. Und diese quadratischen Gleichungen können sehr unterschiedlich schwierig sein. Also zum Beispiel so etwas. Schnell wieder weg damit, das kommt später. Wir fangen es einfacher an. Mit dieser hier. Na, kommst du auf die Lösung? Klar, 3 ist eine Lösung der Gleichung x² gleich 9. Denn 3 hoch 2 ist 9. 3 erfüllt also die Gleichung x² gleich 9. Aber auch minus 3 erfüllt diese Gleichung. Denn minus 3 mal minus 3 ist auch 9. Und damit sind wir bei einer Besonderheit der quadratischen Gleichung. Sie haben nämlich oft oder meistens zwei Lösungen. Diese hier hat die Lösung minus 3 und plus 3. Und das bedeutet, dass dann in der Lösungsmenge auch tatsächlich zwei Zahlen stehen, minus 3 und plus 3. Natürlich gibt es auch quadratische Gleichungen, die nur eine Lösung haben oder auch gar keine, aber du solltest dir merken, dass quadratische Gleichungen meistens zwei Lösungen haben. Nur, wie findet man jetzt diese Lösung? Bei x² gleich 9 war das noch ziemlich einfach. Wie sieht das jetzt aus mit der Gleichung, die wir am Anfang hatten? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und versuchen, die Lösungsmenge herauszufinden. Die Gleichung lautete ja 5x² plus 3 ist gleich 48. Um die Lösung herauszufinden, tue ich erstmal so, als ob das x² gar nicht da wäre und vereinfache die Gleichung wie gewohnt, also erstmal minus 3. Ich erhalte 5x² ist gleich 45. Im nächsten Schritt teile ich durch 5. Herauskommt x² ist gleich 9. Das ist nun eine gute alte Bekannte, von der wir die Lösung schon kennen. X gleich minus 3 oder x gleich plus 3. Beide Zahlen kommen noch zum Schluss in die Lösungsmenge und fertig. Auf diese Art und Weise kannst du schon eine ganze Menge quadratische Gleichungen lösen. Aber Achtung, es ist nicht immer Zahl und Gegenzahl, also minus 3 und plus 3 oder minus 15 und plus 15 die Lösung. Die Gleichung von vorhin, diese hier, hat zum Beispiel die Lösung minus 6 und plus 4. Wie man darauf kommt, dazu später in einem anderen Video. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.